Ich habe heute meinen Amarok, VW Amarok, etwas aufgeräumt, und zwar die Ladefläche. Und da ist dieses Teil halb verrostet, ja, wieder ans Tageslicht gekommen. Das ist der Enforcer Bugout Überlebens. Ich kann alles Werkzeugdings. Wenn du wissen willst, was er kann, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Das Ding habe ich seit vielen Jahren und es ist verschollen gewesen, und zwar im Amarok. Da habe ich so einen Aufbau und da liegt alles drin und da ist unter so ein Fach reingefallen. Ich kann das nämlich rausziehen und heute habe ich ihn wieder gefunden. Da habe ich schon gefragt, ob ich den verloren habe. Das Teil haben wir bei Überlebenstrainings ausprobiert. Das letzte Mal eben zum Ausgraben von Wurzeln. Was kann das Teil überhaupt? Also du hast hier ein Brecheisen. Ist da auch vielleicht ein bisschen ein Nagelzwicker mit dabei, es kann sein. Dann hier einen wirklich guten Grip. Ich würde es nicht ohne Handschuhe machen. Das ist ein Paracord und da sind auch so Wicklungen drauf. Und wenn du wirklich viel arbeitest, wobei ist halt die Frage, wofür du überhaupt gut ist, das klären wir dann gleich, werden deine Hände, wenn du auch so Bürohände hast wie ich, einfach wund werden. Handschuhe. Dann ist hier so eine kleine Öffnung. Ich glaube, ich in der Werbung haben sie gesagt, dass man da irgendwelche Gasflaschen damit auf- oder zudrehen kann. Was ist so Rescue-Tool und so weiter. Mag schon sein, aber man kann es auch zum Abbrechen benutzen von irgendwelchen Ästen, indem man den Ast hier einzwickt und dann diesen hier macht. Also ich werde das mit meinem Finger nicht tun, es würde funktionieren. Dann hier diese kleine Ausbuchtung. Die kann man einerseits verwenden, um diese Klinge da vorne zu bedienen, um ein bisschen Schutz zu haben. Und noch viel wichtiger ist, um Gegenstände herbeiziehen zu können. Die hackt man da ein und funktioniert natürlich auch nicht immer. Eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es nicht. Aber ja, warum nicht? Ist auch so ein bisschen nach hinten gezogen. Hoffe, du kannst das gut erkennen. Dann da ist so ein Loch, da wo jetzt mein Finger so rausschaut. Hallo. Das ist eigentlich zum Aufbrechen, also zum Nagelziehen auch gedacht, habe ich mir sagen lassen. Wobei ich eigentlich gedacht habe, dass man das mit dem hier macht. Aber jemand, der sich da auskennt und handwerklich begabt ist, im Gegensatz zu mir, meinte, der unterschiedliche Winkel macht hier den Unterschied. Dann hast du da einen Anschliff, ich auch weiß, dass man den immer sieht, und auch hier einen Anschliff, um eben einerseits etwas aufbrechen zu können und auch ein bisschen schneiden zu können. Und da mag ich gleich eins dazu sagen. Wenn du jetzt glaubst, dass das ein Messerersatz ist, dann nö. Ich meine, hast du das wirklich erwartet? Auch wenn es in der Werbung steht. Da brauchst du was anderes, da gehst du her und nimmst der Victorinox-Messer und die Sache ist erledigt, wenn du wirklich was schneiden willst. Übrigens billige Eigenwerbung, das ist die All-Day-Carry-Scheide mit Öffenmechanismus, aber billige Eigenwerbung aus. So, schnell weg damit. Zurück zum Thema. Holzspalten geht damit eigentlich ganz gut, aber das Problem ist, dass das Teil so gebogen ist, so schaufelartig gebogen, siehst du? Dadurch ist das Spalten auch schwierig, es geht aber, ja. Extrem schwer, wirklich extrem schwer. Ich glaube, da muss einfach klar sein, das ist etwas fürs Auto. Also ich sehe das, außer du bist professioneller Einbrecher oder du gehst davon aus, dass alles komplett so ruinenmäßig in den Städten ist. Ich weiß nicht, wie diese ganzen apokalyptischen Filme heißen, dass das dort ist. Und du sagst, okay, das brauche ich deswegen, damit du alles aufbrechen kannst und die letzten Ressourcen. Das war doch der Will Smith, der war alone irgendwie so. Ich bin da ganz schlecht drin. Aber so in der Richtung, du musst durch die Stadt, alles hin, durch irgendeine Pandemie oder so irgendwas und so. Und du brichst auf. Dann vielleicht ja, aber sonst, naja, schwierig. Ich weiß nicht genau, vielleicht kann mir das jemand erklären, wozu diese Raspeln hier da sind. Sind die nur ein Designelement oder haben die irgendeinen Sinn? Kann ich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist Punkt A. Es ist wirklich haltbar, denn wenn jahrelang im Amarok liegen ist, das ist Wahnsinn, ist wirklich ganz gut. Wir haben damit Paletten auseinandergenommen bei einem Training. Das war ein Junggesellenabschied in der Nähe von Wien. Ich habe damit gespalten und wir haben als letztes, kann ich mich daran erinnern, damit gegraben und haben zwar diesen Bereich hier als Schaufel benutzt. Was halte ich jetzt von diesem Ding? Schau, es ist eine Spielerei. Es ist eine Spielerei. Zumindest aus meiner Sicht. Ist es etwas, was man unbedingt braucht? Nö. Es ist ein Werkzeug, das eigentlich als Demolition, also zum Zerstören, als Abbruch gedacht ist.
Und bei mir hat es einen Platz im Auto, aus welchem Grund auch immer. Ich habe es aber, und das muss ich auch fairerweise dazu sagen, im Auto noch niemals nie gebraucht. Und sozusagen nur gezielt mitgenommen. Aber das bedeutet nicht, weil ich es in der Vergangenheit nicht gebraucht habe, dass ich es nicht in der Zukunft brauchen werde. Also man kann ja nicht aus der Vergangenheit eins zu eins in die Zukunft sozusagen das projizieren. Das wäre schlecht, haben wir sagen lassen, das ist ein Denkfehler. Und daher wird es weiterhin den Platz im Amarok haben. Aber ein Must-Have ist es nicht. Wenn du das anders siehst und sagst, dieses Enforcer Demolition Tool ist das Beste, was man hat. Und auch auf diese, da gibt es von den Amerikanern, gibt ein amerikanisches Tool, das ist auch so, irgendwie so stromlos, ja, mir fällt jetzt der englische Begriff nicht ein, ja. Off-Grid, ja, ein Off-Grid-Tool, das kann auch alles, der Hammer, Axt, Messer, Brecheisen und so weiter, das kann einfach alles, also das hast du. Es ist zwar irrsinnig schwer und du brauchst einen eigenen Rucksack und eine eigene Hand, um es zu tragen, das ist egal, Entschuldige, ja, das muss jetzt sein, aber dann kannst du alles damit tun und so. Ja, soll so sein. Wenn du mir einen Kommentar schreiben magst und sagst, wofür das eigentlich im Survival-Bereich, Krisenvorbereitung, Prepping-Bereich wirklich gedacht ist, dann würde ich da sehr dankbar sein dafür. Billige Eigenwerbung zum Reinigungs- und Buschgriff-Biber und natürlich zur Universalfeuerstahlhalterung, zu unseren All-Day-Carry-Scheiden, die wir in Österreich in der Reinigungs-Werkstatt produzieren und sowieso uns überhaupt den Link, billig gebe ich auch. Und ich sage danke und ciao, ciao.